Meine Güte. Da brauche ich ja nicht mal anfangen, mich zu drehen. Nö. Du kümmerst dich doch auch nicht immer um den Whisky, wie viel Umdrehung er hat, oder? naja, eigentlich nicht. Hauptsache, er schmeckt. Oh ja. Ist so, so ist das halt hier. Guck mal, ob du drehen musst, Hauptsache funktioniert. Tut es. Oh, hi Frank. Ich habe bisher einen Heiltrank gebraucht. Und das war am Anfang bei diesen komischen Elite-Bossen oder was das war. Weißt du was? Ich glaube, das wird sogar ein Erfolg geben, wenn wir ein paar Mobs schnappen und die vor so einem Ofen setzen. Die kriegen, glaube ich, auch davon Schaden. Ja, kann gut sein. Egal. Aha, okay, so sieht meine Fähigkeit also aus, alles klar. Meine Güte. So, haben wir jetzt 43 Monster. Davon fast mal 80.000 EP Bonus. Nur 83.000. Ja, kommen wir mal zu hier. Halt's Maul. Okay, für den Erfolg brauchst du aber, glaube ich, richtig lange, weil viel Schaden macht das Ding den Viecher nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Geht's hier hoch? Da geht's hoch. Oh, das riecht sehr nach Falle. Versuchte Truhe. 100 Gegner. Na dann. Holen wir uns nochmal Verstärkung. Ich liebe solche Ereignisse. Attacke. Ach du heilige Scheiße. Ja. Also das sieht ja schon echt gut aus, muss ich immer sagen. Und ich habe keine Wut mehr gleich. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, kommt doch her. Ich nehme euch Simperialen auf. Man sieht, meine Wut steigert sich gegen unendlich. Babam. Und wir haben's geschafft. 121 Monster getötet, jawohl. Das ist die Ausbeute? Echt jetzt? Ein bisschen mau, ne? Ja. 105 Monster übrigens. 121. Ja. Oh. Echt? Das war's? Anscheinend. Das ist ein bisschen mau, ey. Bei solchen Ereignissen habe ich immer die besten... Oh, okay, vergiss es. Was ist los? Pass auf. Was für Sphären hatten die denn bitte? Ganz ehrlich, frag mich nicht. Nee, ich hab mich nur selbst gefragt. Okay, wenn das so ist, ja, verzeih ich dir. Ja, okay. Zu gnädig. Jo. Was war das denn? Keine Ahnung. Und wenn uns gerade einfällt, bei einem Kreuzritter gibt es auch eine Fähigkeit, mit denen kannst du auch super Massenbomben, ey. Die heißt Himmelsfaust. Der Name ist Programm. Okay. Das macht was genau? Werde ich später mal zeigen. Das ist halt, kannst du halt von oben so ein so ein Blitzgewitter von oben runter knallen lassen, aber so richtig ordentlich und dann halt verschiedene Effekte auf dem Boden auch machen, je nach Rune. Aha. Das ist cool.
Genau, Wortlaut kann ich jetzt nicht wiedergeben, weil ich wieder so heroisch rüberkommen muss bei dem, von wegen so, lässt eine göttliche Macht vom Himmel und so weiter und so fort. Ah ja. Oh, hier geht's raus, das heißt, wir müssen noch da hinten lang. Da hinten, was heißt da hinten? Hier oben geht's noch hoch? Ach, da geht's auch noch, ja, und da hinten geht's auch noch lang. Okay, okay, hier ist nichts, hier ist nur ein Waffenzeug. Wow. Ich hab mal 2000 Gold, die wir nicht gekriegt hätten. Ich hab gar nichts gekriegt. Aber das Ereignis war nett. Solche Massenspams, überlebe so viel. Am besten müsste es einer sein, ja. Weil die EP, die wir gekriegt haben. Ja, aber so ein Ereignis, wo du mal töten so 3000 Gegner, wäre auch nicht schlecht. Okay, hier ist nix. Okay, dann sind wir damit durch. Nee, hier holt sich noch was. Echt? Ja, gut, du bist ja der mit der. Oh, tatsächlich. Mit der? Na, vergiss es. Da ist ja auch nichts anscheinend. Wahrscheinlich. Aber Gold. Ja. Ja, sind wir damit wohl durch, wa? Er jetzt auch. Ja, gut, das auch jetzt durch. Ja, aber also, das Ereignis war nett, das muss ich sagen. Das war nett. Jo. Kannst du, glaube ich, schön als Titelfolge nehmen. Das Folgentitel so. Folgentitel? Das Ereignis war nett? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Ereignis hieß oder. Keine Ahnung. 100 Untoten, keine Ahnung. 100 Tote! Alles viel. Also, gibt es immer eine Statistik eigentlich, wie viele Monster man schon getötet hat im Diablo? Es gibt eine Statistik auf der Hauptseite deines Charakters, also nicht des Charakters selber, sondern deines Accounts, wie viele Elite du getötet hast. Ich weiß nicht, wie viele Monster generell. Müssen wir da rein? Hier waren wir schon. Ich wollte gerade sagen. Wir müssen jetzt quasi wieder auf die andere Seite. Jo. Ich wollte gucken, ob wir da noch schon drin waren, weil hier sind. Ja, 4 Dungeons und dann muss man erstmal durchblicken, wo man schon war und nicht. Ja, wir waren ja jetzt quasi überall. Das kann man nur, wenn man da drin war, glaube ich. Ja, stimmt. Wenn nix dich anschreit und Pfeile auf dich schießt, dann war man das schon. Quasi. Mit dem Sprung wäre ich da wahrscheinlich rübergesprungen. Wahrscheinlich. Ja, aber den habe ich jetzt hier nicht drin, weil ich habe meine Das weißt du, wie ich mich vorher gefühlt habe. Wie denn? Ja, scheiße, ich konnte auch nicht so rüberspringen. Ach so, ja, als wir da in diesem komischen Kerker waren im zweiten Akt, das war lustig. Du musst einen riesen Umweg gehen, ich bin über die Lücke drüber gesprungen. Ja. Jetzt hat er mich in seinem Stinkemaul? Alter. Finde ich uncool. Magst du doch. Na, geht so. Naja. Aber ich habe meine Fähigkeiten jetzt so ausgebaut, dass ich im Notfall plötzliche Lebensregenerationen mal 1000 habe. Also doch schon etwas mehr. Okay. Ja. Plus halt noch 2 Offensivwaffen, also eine Verstärkung. Oh, Boss. Cool. Uzrael. Oh, ich habe irgendwie ein böses Gefühl. Egal, alles anschmeißen und los. Ach komm. Was, Erfolg? Was? Keine Menschenseele? Was macht er? Erkundet die Gebiete. Ach so, okay. Ah, gut. Nice. In deiner Hand. Mein Meister hat seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Bazooka. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. Na, kannst du einfach mal sterben. Okay. Oh, ich geh mal lieber raus aus dem Kreis. Was schafft nicht, das Erfolg, wenn ich von den Kreisen nicht getroffen werde. Der hat mich Oh, das ist nicht gut. Boah, geht so. Au.
immer schöne Musik dazu, so muss das sein. Ja. Ja, komm. Hier, Nick, nimm noch einmal mein Feuer. Und das heißt Ohren. Was? Ach so. Malteil. Ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Ja, okay. Verdammt nochmal. Soll ich dazu irgendwas sagen? Ich weiß ja nicht. Nee, das muss glaube ich nicht so. Ja, und jetzt? Hast du irgendwas Legendary gekriegt? Nee, ne? Nee, nur selten, wie immer. Ach so. Ja, wie immer, das hört sich jetzt auch schon wieder so normal an. Mittlerweile ist es normal. Wir kommen hier übrigens nicht runter. Nee, müssen wir wieder wegteleportieren. Na gut. Ja, nee, wenn du so wie ich in den letzten 3 Tagen sowieso nur seltene Sachen gekriegt hast, dann ist das... Ja, okay. Also vier blaue, wie du vorher gekriegt hast beim Leveln, kriegst du jetzt gelbe. Deswegen. Ist doch nicht schlecht. Ist ja von irgendwas gebrauchen. Erstmal hier gucken, das ist der das. Da, oder? Vitality, okay. Oh Mann, wieso habe ich jetzt die Tetris unter dem Kopf? Weiß es nicht. Wieso hast du? Weiß ich nicht. Wieso habe ich nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Gold bringt mir das Ding. 2000 Euro verkaufe ich mal. Ich bastle jetzt erstmal alle möglichen Edelsteine um, dass ich da irgendwie mal den Platz da leer kriege. Kostet ja irgendwie nichts hier. Ach Mann, ich Idiot. So. Schön, dass du es einsiehst. Ja, ne, weißt du doch. Einsicht und so. Irgendwann erwischt es jeden. Auf kurz oder lang, ja. Wird bei dir auch irgendwann auch noch passieren. Nee, ich glaube nicht. Das wäre, glaube ich, ein wenig langweilig. Ich guck mal, was kostet ein Markise-Amethyst? 100.000! Oh, die Preise halten sich in Grenzen, nur so. Aber die sind jetzt nicht so übermächtig, dass ich jetzt sagen muss, hey, das ist irgendwie zu teuer, aber aktuell geht's eigentlich. Nee. Naja, immerhin. Es gibt auch normale Diamanten, aha. Huch. Markise, die hier mal. Ach, die kosten alle so viel, okay. Ach du Scheiße, nee, das mache ich jetzt nicht in der Aufnahme, das ist zu viel. Ich kann auch ungefähr 100 Diamanten miteinander kombinieren. Das wäre auch ein wenig viel. Schön. Wo bist du denn noch? Da bist du. Hoffentlich seid ihr nicht mein letzter Kunde. Dolch. Ja, da habe ich dies und das und jenes, bla. Was ist los? Bereite dich auf das Schlimmste vor, hat mein Bruder immer gesagt. Natürlich. So, was kann denn überhaupt der Schmied? Ich guck mal, was kann denn eigentlich der Schmied? Nix. Was ist das denn? Trümmerteile. Sehr schön, ich kann leveln. Oder nicht? Bei Manus war's schon. Was? Das einen Helden, Schrott, bla. Ach so. Okay. Das ist für Stufe 60. Aber ich meine jetzt irgendwas herzustellen, wäre sowieso bescheuert, glaube ich. Ja, ich wollte nur. Was war nur. Unnötige Materialverschwendung, ja. Glaube ich. Ich werde. Möget ihr Linderung von euren Schmerzen erfahren? Ja.
sein, sollte nichts empfehlen, einfach die Fresse halten und mein Geld nehmen, so. Klingt auch irgendwie falsch. Ja, nimm mein Geld, Schlampe. Was? Also das sieht schon relativ badass aus, wenn ich hier mit zwei Hackmessern stehe. Nifal. Urzael ist tot. Seine Seelenernter sollten nun leichte Beute sein. Ihr habt Westmark gerettet. Mal wieder. Wir wissen noch immer nicht, weshalb Maltael den Seelenstein will. Und er wird mit jeder Sekunde stärker. Uns läuft die Zeit davon. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Was für eine seltsame Frau. Ach so, die Mystikerin. Ja, genau. Ja gut, das erklärt doch schon, das erklärt es auch. Chelsea, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Wir müssen sterben? Unerwartet. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Oh nö. Die olle Bitch. War es nicht die, die uns verraten hat? Ja, die uns tierisch verarscht hat. Ja, die genau die war's. Oh Gott. Ich hab ja so Bock drauf, ey. Ja, ich würde am liebsten so richtig so... Wieso das? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Kommt mit, wenn ihr wollt. Da ist was dran. Trotzdem sterben. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, gut, das kriegen wir ja auch noch so hin. So, jetzt pst. Da kommt jetzt was. Ich habe Urzael und die Seelenernter besiegt und den Menschen vom Westmark ihre Stadt zurückgegeben. Morat und ich werden Adria den Blutmarschen suchen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Sie wird es mir erzählen. Und dann für ihre Taten büßen. Ja, gut, dass er das sagt. Das hätten wir sowieso getan. Ja, genau. Und los geht's. Überwucherte Ruinen, ne? Schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen. Ich halte mich für einen Experten auf dem Gebiet. Lass mal erstmal ausreden. Sumpfling an sich ist eine kleine, seltsame Kreatur, die sich hauptsächlich... Jetzt können wir ein neues Fest anklicken. ...und dem Graben beschäftigt. Unter normalen Umständen fürchten sie uns Menschen. Doch wenn sie unter dem Einfluss magischer Objekte stehen, werden sie sehr aggressiv. Warte mal. Besonders Ringe scheinen es ihnen angetan zu haben. War da irgendwas? Ja. Was blubbert denn hier so eklig? Das macht Schaden. Widerlich. Und da hat der behauptet, ich hätte einfach abgeschmatzt. Hier ist ein Tornister. Was? Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen. Und ihr entfuhr ein Lachen. Okay. Was will sie uns damit sagen? Weiß ich nicht. Was möchte der Autor uns mit der Himmel ist blau sagen? Dass er vielleicht eine schreckliche Kindheit hatte? Nein, der Himmel war blau. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Adria. Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Nee, wie unerwartet. Oh. Lass sie mir. Nein. Lass die mir? Lass aber genau mal in dem Moment, wo ich irgendwas drücke. Lass den mir! Den? Das sind mehr. Ja, meine ich ja. Lass sie mir! Wow. Aber das wissen. Der Hauer Siedler ist eine großgewachsene wilde Bestie mit äußerst schlechter Laune. In Begleitung von Sumpflinggruppen legt er sich mit allem und jedem an, das seinen Weg kreuzt.